geht's euch? Ich hoffe, euch geht's sehr gut. Ich bin Eva und ich mache YouTube-Videos über vegan, roh vegan und viele andere interessante Themen. Und das heutige Thema geht um Alice von Raw Alignment. Vielleicht kennt ihr sie. Und zwar habe ich gestern ein Video angeschaut von ihr, praktisch, wo sie erklärt hat, dass sie wieder tierische Produkte isst. Und das Video hat mich ein bisschen schockiert und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich eine Art Antwortvideo daraus. Genau. Und bevor ich in das Video starte, würde ich sagen, ich will sie nicht persönlich attackieren oder irgendwie sowas. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass sie eine ziemlich liebe Person ist. Und ich kenne sie auch nicht persönlich, deswegen kann ich sowieso nichts reden über sie persönlich. Aber das Video geht auch nicht um sie persönlich, sondern das Video geht praktisch um Veganismus, um Dinge, die man nicht tun sollte oder tun sollte, wenn man vegan bleiben will. Und einfach um verschiedene Stigmas, die Menschen haben über Veganismus. Und ich glaube, dass ihre Geschichte ein gutes Beispiel, um ehrlich zu sein, ist. Genau, also zunächst mal, wer ist Alice von Raw Alignment? Wenn ihr englische YouTube-Channel schaut, kennt ihr sie wahrscheinlich, weil sie hat um die 800.000 Follower auf YouTube und um die 200.000 Follower auf Instagram. Also sie hat sehr, sehr viel Einfluss. Und genau, sie ist praktisch, sie hat auch so ein Online-Business, also sie gibt auch Retreats. Und am Anfang von ihrem Werdegang praktisch hat sie sehr viel über Rohkost gemacht, also sehr viele Inhalte. Und dann ist sie später eher immer mehr in die Richtung von Gedanken, limitierende Gedanken und auch Online-Business und so weiter gegangen. Genau. Und für mich hat mich Raw Alignment sehr, sehr stark beeinflusst und inspiriert, auch über die verschiedensten Themen, wie zum Beispiel Rohkost, Food Festivals, Minimalismus, Zero Waste, Online-Business und vieles, vieles mehr. Deswegen sehr, sehr inspirierend und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Genau, und jetzt zu ihrer Geschichte. Und zwar hat sie, bevor sie mit allem gestartet hat, also bevor sie vegan, roh vegan wurde, hat sie sehr, sehr mit ihrer Gesundheit und mit ihrem Essensverhalten Probleme gehabt. Also sie hat immer gebinged, hat sie in den Videos erzählt. Und ihr Verhalten mit Essen war einfach nicht optimal, nicht gut. Und dann ist sie zur Rohkost gegangen. Und dadurch, dass sie zur Rohkost gegangen hat, hat sie sehr, sehr viel verbessert. Hat sie auch in dem Video erzählt, dass ihr Veganismus sehr, sehr viel gebracht hat und eigentlich sie gerettet hat praktisch aus ihren schlechten Bedingungen. Aber auf jeden Fall ist sie dann, ist sie erst rohvegan gewesen, dann ist sie zu vegan gewechselt, also hat mehr Kochkost gegessen. War es so, dass sie nach Hawaii gegangen ist und dort in einem Haus gewohnt hat, wo sehr viel Schimmel war. Und dieser Schimmel hat sie anscheinend mit ihrer Gesundheit sehr, sehr beeinträchtigt. Dann ist sie nach Colorado gezogen, also ein sehr, sehr trockener Ort in den USA, um eben sich von diesem Schimmelpilz zu befreien. Hat auch ihre Diät umgestellt, war da aber noch vegan, hat sehr, sehr viel Gewicht verloren. Und genau, dann hat sie auch ist sie auf so eine spezielle Candida-Diät gegangen, also auf so eine Schimmel-Diät praktisch oder Hefepilz-Diät praktisch. Und das ist eine Diät, die sehr hoch in Fett und sehr niedrig in Kohlenhydraten ist. Aber es war alles immer noch vegan. Und im Laufe der Zeit hat sie dann auch ganz viele verschiedene Sachen probiert, wie zum Beispiel Wasserfasten, Kangenbowl, also so eine Art wie spezielles Wasser, Infrarot-Therapie und so weiter und so fort. Und am Schluss hat sie dann wieder angefangen, tierische Produkte zu essen, also zum Beispiel Eier, Fleisch und Fisch. Genau, und sie hat das schon gemacht, also schon tierische Produkte gegessen, fast 3 Monate, bevor sie dieses Antwortvideo gemacht hat. Die Vorteile, die sie erzählt hat, die sie praktisch bekommen hat, als sie wieder tierische Produkte gegessen hat, sind zum Beispiel Gewichtverlust und Muskelzunahme. Und ich kann nichts über ihre eigenen Erfahrungen sprechen, wenn es ihre eigenen Erfahrungen sind, sind das ihre. Aber vielleicht für die, die glauben, dass man bei einer veganen Diät Gewicht verlieren wird oder Gewicht zunehmen wird oder keine Muskelmasse aufbauen kann etc., denen würde ich wirklich ans Herz legen, dass ihr euch zum Beispiel Nima Delgado oder John Venus auf YouTube oder auf Instagram anschaut. Die sind Bodybuilder, die vegan sind. Also man kann auf jeden Fall Muskelmasse sehr leicht bei einer veganen Diät
aufbauen praktisch. Der nächste Punkt ist der Verlust am Sex Drive, also halt, dass man das Verlangen nach Sex verliert. Und sie hat gesagt, das hat sie dann wieder zurückbekommen, als sie tierische Produkte zu sich genommen hat. Aber ist auch wieder ihre Erfahrung, aber vielleicht alle, die da Angst haben, dass sie ihr Verlangen nach Sex verlieren bei einer veganen Diät, das ist absolut nicht der Fall. Genau, dann gibt es noch Gesundheitsrisiken von tierischen Produkten. Weil sie hat gesagt, die sind so gesund für sie, aber ich glaube das, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht, weil es einfach so viel Cholesterin, so viel gesättigte Fettsäuren, so viel tierisches Protein in tierischen Produkten enthalten sind, die wahnsinnig schädlich für unsere Gesundheit sind. Und es gibt auch die World Health Organization, die gesagt hat, dass rotes Fleisch krebserregend ist. Und wenn das die World Health Organization schon sagt, ist das schon ziemlich einschneidend. Und was ich euch vielleicht ans Herz legen will, ist, dass ihr euch unabhängig informiert, weil das wäre so ein Thema, da könnte ich sehr, sehr viel drüber reden. Das heißt, schaut euch einfach Peter im Internet an. Die haben sehr, sehr gute Artikel, aber auch nutritionfacts.org, also nutritionfacts.org. Ich verlinke alles in der Infobox und die sind auch nicht gesponsert von irgendwelchen Konzernen, also Non-Profit, und schreiben sehr, sehr gute Artikel, warum die tierische Diät überhaupt nicht sinnvoll für unsere Gesundheit ist. Oder es gibt auch the China Study, das ist von Campbell, und das ist ein Buch, das praktisch auch die negativen Auswirkungen von tierischen Produkten sehr, sehr gut erklärt. Ich verlinke alles in der Infobox, könnt ihr euch sehr gerne und unbedingt anschauen. Genau, jetzt ein paar kleinere Themen, weil sie zum Beispiel gesagt hat, ja, sie schaut, dass sie alles Bio kauft und hat das damit ein bisschen gerechtfertigt. Aber ich finde, auch wenn du Bio-Fleisch und Bio-Eier und sowas kaufst, wird es trotzdem nicht unbedingt gesünder für deinen Körper. Dann gibt es noch diese Meinung, ja, es ist ihre eigene Entscheidung und lass sie sein. Und ich finde immer, natürlich, man soll Leute so leben lassen, wie sie leben wollen, solange sie keine anderen Wesen oder niemanden anderes negativ beeinträchtigen oder gar töten. Und wenn man Tiere isst, tötet man sie. Und ich finde, Tiere haben überhaupt nichts mit uns zu tun. Tiere können für sich selber ausleben, aber wenn wir sie essen und töten, dann misshandeln wir sie nicht nur, sondern dann töten wir sie sogar. Und deswegen finde ich, ist es nicht so einfach zu sagen, ja, lass sie leben. Weil es einfach, die Auswirkungen muss man sich einfach bewusst sein von seinem eigenen Handeln. Und immer wenn du was kaufst oder was konsumierst, machst du praktisch eine politische Entscheidung und betriffst andere Leben. Das muss einfach klar sein. Der nächste Punkt ist Speziesismus. Das ist, weil sie hat zum Beispiel einen Hund, der sehr, sehr süß ist, aber ich denke mir, was ist der Unterschied zwischen Hund und Schwein oder Katze und Pferd oder Katze und was weiß ich, Kuh oder sowas. Also wo ist da der Unterschied und wo setzt man die Grenze zu, das finde ich süß, das darf ich lieben, und das andere finde ich nicht süß, das darf ich essen. Nur weil das Aussehen unterschiedlich ist, heißt es ja nicht, dass zum Beispiel Schwein weniger Schmerzen empfindet als Hunde oder ein Schwein weniger denken kann oder fühlen kann als Hunde. Dann gibt es noch, was sie in ihrem Video erwähnt hat, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass sie gesagt hat, ihr Unternehmen oder was sie aufgebaut hat, basiert nicht auf vegan. Und das ist einfach falsch, weil klar, sie war vielleicht nie so wirklich in Tierrechtsaktivismus involviert, aber sie hat diesen veganen Begriff in sehr, sehr vielen Videos verwendet, und sie gibt auch vegane Retreats. Das heißt, dass sie diesen Begriff sehr, sehr wohl verwendet hat und deswegen ihr Unternehmen auf diesen Begriff und auf diese Strömung des Veganseins beruht. Und sie, ja, also sie hat auch gesagt, sie war nie wirklich, hat sich nie wirklich für Tiere eingesetzt, hat nie Tieraktivismus betrieben, und das ist korrekt. Aber ich finde es trotzdem eigentlich schade und auch nichts, worauf man irgendwie stolz sein sollte, wenn einem Tiere so egal sind. Ich glaube, was ich euch sagen wollte, wenn ihr vegan bleiben wollt, dann wäre eine sehr gute Möglichkeit, euch zu denken, dass vegan wie so ein Baum ist. Also man ist dann wie so ein Baum praktisch, und wenn du nur für Gesundheitspunkte vegan wirst, um deine Gesundheit zu verbessern, bist du so ein kleiner, süßer Baum. Aber es kann leicht passieren, dass du vom Sturm umgeweht wirst. Das heißt, der Sturm ist zum Beispiel
Gesundheitsfaktoren, wie zum Beispiel, dass du krank wirst oder deine Familie, die sagt, es funktioniert nicht und so weiter und so fort. Und natürlich, du wirst, wenn du vegan bist, wirst du früher oder später irgendwann mal krank werden, Schnupfen haben, irgendwas anderes haben, weil Gesundheit erstens so viel mehr ist, also ob du genug schläfst, ob du mental vielleicht, was weiß ich, Depressionen oder sowas hast, ob du Sport machst, ob du mit Menschen Kontakt hast und so weiter. Und auch die vegane Diät praktisch ist auch so, so unterschiedlich. Also man kann sich praktisch nur von weißem veganen Zucker ernähren und ist trotzdem vegan, aber trotzdem wird man halt irgendwann Mineralstoffmängel bekommen oder wird sich schlecht fühlen. Aber wenn man sich ausgewogen vegan ernährt mit vielen Obst, vielen Gemüsen, vielen ganzen Sachen, also was weiß ich, nicht so Fastfood-Sachen, dann sind eigentlich, also fühlt man sich eigentlich immer sehr, sehr gut. Genau, das war der Punkt. Und der nächste Punkt ist, ihre Symptome waren zum Beispiel, also sie hat gesagt, dass sie Migräne hatte oder so nicht gescheit und klar denken konnte oder dass sie sehr, also eben ihren Sexverlangen verloren hat und dass sie ihren Appetit verloren hat, also viel Gewicht verloren hat und so weiter und so fort. Und jetzt kommt meine persönliche Meinung, also nicht, dass sie das hat, aber viele Symptome, die sie beschrieben hat, sind auch Symptome von Depressionen, zum Beispiel Verlust von Sexverlangen oder Verlust von Appetit, Gewichtsverlust demnach oder einfach, dass man nicht klar denken kann, dass man sich, dass es schwer wird, Entscheidungen zu treffen, dass man sich nicht konzentrieren kann und so weiter und so fort. Aber das ist meine eigene Meinung praktisch und ich will nicht sagen, dass sie Depressionen hat, überhaupt keinen Sinn. Dann auf jeden Fall geht's weiter mit der Candida-Diät, die sie gemacht hat. Und zwar ist es eben sehr, sehr hoch an Fett, also an pflanzlichen Fetten, aber immer noch sehr hoch an Fett und sehr wenig Kohlenhydrate, also hauptsächlich so Nahrungsergänzungsmittel, dann gibt es noch Salate, dann gibt es noch so Cracker und Reiswaffeln, also es ist sehr, sehr limitiert, also es gibt nicht so viel, was man essen darf und das hat sie über ein ganzes Jahr durchgezogen und bei mir, weißt du, ich habe auch mal so eine wenig Kohlenhydrate und mehr Fett gegessen und bei mir war es so, was ich für mich selber gefühlt habe, ist, dass ich sehr, sehr wenig Energie hatte, also ich war dünn und alles, aber vom Energielevel her war ich, hat mir diese Diät nicht so gut getan und ich glaube auch, bei mir war es so, ich habe dann auch mental, konnte ich nicht mehr so gescheit funktionieren, weil ich halt oft müde war und mich nicht gescheit konzentrieren konnte. Deswegen denke ich, dass vielleicht auch die Diät was damit zu tun haben könnte, muss nicht sein, aber könnte. Und dass es meiner Meinung nach schon wichtig ist, dass man normale Kohlenhydrate und sowas zu sich nimmt. Genau, und jetzt noch zum Abschluss vielleicht, was mich an dem Video gestört hat. Zum einen der Titel, weil sie in dem Titel praktisch gesagt hat, warum ich nicht vegan bin. Und sie nimmt praktisch wieder diesen veganen Titel, obwohl sie im Video gesagt hat, dass sie nicht vegan, niemals vegan war und dass sie eben diesen Tierrechtspunkt ausgelassen hat. Aber wenn Leute schauen sich ja meistens eh nie das ganze Video an, sondern schauen vielleicht nur den Titel, das Thumbnail, also das Bild praktisch an und vielleicht ein bisschen ein paar Minuten von dem Video und die sehen dann praktisch, okay, vegan funktioniert nicht, was absolut nicht der Fall ist. Also vom Titel her wäre es vielleicht cooler gewesen, wenn sie sowas gesagt hätte wie, ja, ich ernähre mich wieder von tierischen Produkten, weil es mir mental und körperlich nicht so gut geht. Aber es ist halt wahrscheinlich wegen den Zuschauerquoten auch. Der nächste Punkt ist, ich finde es ein bisschen unverantwortlich, wenn man tierische Produkte so empfiehlt. Und klar, sie hat es nicht direkt empfohlen, zu sagen, nimm Fisch oder nimm Fleisch. Aber sie muss sich klar sein, dass sie über 700.000 Follower auf YouTube hat. Und es gibt sehr, sehr viele Personen, die jedes Wort, was sie sagt, sehr, sehr ernst nehmen und demnach vielleicht vegan für ihre Gesundheit sind und dann sich auch wieder Gedanken machen, wenn es ihr besser geht mit tierischen Produkten, dann werde ich vielleicht auch wieder tierische Produkte essen. Und ich finde das für die Gesundheit ein bisschen unverantwortlich, weil es einfach so negative Auswirkungen für die Gesundheit hat und auch für die Tiere sehr, sehr unverantwortlich, weil im Endeffekt müssen die Tiere das praktisch alles ausbaden, weil die haben überhaupt nichts mit uns zu tun, wollen einfach nur ihr eigenes Leben leben und werden halt jetzt dann gegessen.
Und der allerletzte Punkt ist, dass sie von ihrem Video Geld bekommt, also sie schaltet Werbung. Und natürlich wird ihr Video absolut viele Zuschauernachfragen bekommen. Absolut. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man da Geld schaltet, weil bei so einem Video geht es auch, finde ich, ein bisschen um Ethik und da sollte Geld irgendwie nicht so gemacht werden. Genau, also das sind die Punkte, was ich mit euch praktisch besprechen wollte. Und nochmal, um es klarzustellen, ich will sie nicht persönlich angreifen. Genau. Aber wenn ihr das Video hilfreich fandet, dann klickt auf jeden Fall auf den Like-Button oder abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen sehr, sehr schönen Tag. Ciao, ciao.